Willkommen, Duellakademie. Ich bin gekommen, um eure Götterkarten zu stehlen und die Welt zu beherrschen. Und du glaubst, dass du an mir vorbeikommst? Ach bitte, eine erbärmliche kleine Duellantin wie du. Du stinkst. Tu ich nicht! Wow, das ist so klassisches Alexis-Zitat. Das ist halt wirklich. Ja, es ist halt wirklich. Hier riecht's komisch und das ist Huckleberry. Sie hat halt irgendwann nur noch Huckleberry geflamed, das ist traurig. Ja, dieses Duell hat sich das finstere Meloetta gewünscht, zweimal. Also, ich beschwöre meinen Doom-Kaliber-Knight in den Angriffsmodus. Du bist dran. Das ist ja niedlich. An meiner finsteren Zuflucht wirst du nicht so einfach vorbeikommen. Mhm. Diese Karte ist, wie ihr sagen würdet, OP. 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 Und wenn du verlierst, wirst du zu mir ins Reich der Schatten kommen, wo du auf ewig leiden wirst. Und alle werden dich vergessen. Nee, warte mal, das war bei Marek. Meine Cyber-Tütü-Bong. Was willst du denn mit diesem kleinen Ding anfangen? Nur Cyber-Tütü. Nur das Tütü, genau. Dich direkt angreifen. Ach ja? Zahl! Verdammt. Das hat gut geklappt, ja. Kopf heißt richtig. Verdammt, nicht schlimm. Oh, interessant, auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, ich beschwöre meinen kopflosen Ritter. Sieh ihn dir an, er ist so kopflos. Dann greift er deine Tütü an. Lächerlich, nicht mal ansatzweise Gegenwehr. Ich habe mehr von einer der besten Duellakademien der Welt erwartet. Wärme mich nur auf. Ach ja? Da will ich aber ein bisschen schneller aufwärmen. Schließlich steht die ganze Welt auf dem Spiel. Wirklich keine guten Karten hier. Wie war das? Ich meinte, ich werde dich besiegen und du wirst ganz doof aus der Wäsche gucken. Nein! Doch! War das wieder eine Anlehnung daran, dass ich stinke mit dem aus der Wäsche gucken? Ja, richtig. Muss ich mich mehr waschen? Ja, geh dich duschen. Verdammt. Das ist fast so schlimm wie Huckleberry. Ah, ich sollte diesen Huckleberry mal kennenlernen, der klingt nett. Der stinkt. Haben wir Huckleberry eigentlich schon erstellt? Nein. Habe ich Huckleberry vergessen? Ja. Ich habe Huckleberry. Ach nee, habe ich nicht. Huckleberry kommt erst in Staffel 2. Oh, ich habe aber gerade was vergessen. Ich bin klug. Du hast Schaden bekommen. Ja, ich bin auch doof. Oh. Ja, das bist du dann in dem Fall. Dämlich. Huckleberry hat mich abgelenkt. Ja, klar. Ich habe an Jaden gedacht. Oh. Ah, Jaden. Dein kleiner Jaden kann dich jetzt auch nicht mehr retten. Los. Doch, er ist der Protagonist. Er hat noch 100 Lebenspunkte und wird vor mich springen. Das glaube ich nicht. Denn jetzt habe ich meine... Was heißt Gross? Wobei ich ja lieber Zane hätte, aber naja. Was heißt Gross? The Gross Ghost of Flat Dreams, was heißt das? Ich weiß nicht, was Gross ist. Ja, das werde ich dir auch nicht verraten. Warum sagst du mir nicht, wie meine Karten heißen auf Deutsch, verdammt? Weil du es selber herausfinden musst. Was lernt ihr heute denn noch in der Schule? Duelle. Nicht mal Deutsch und Englisch lernt ihr. Ah, ich hätte... Nee, Duelle. Duelle, mehr nicht. Nein. Kein Wunder, dass die Jugend von heute so dumm ist. Es wird mir ein leichtes sein, diese... Oh, schon. Oh Gott, was ist das denn? 300 ATK. Haha, Kaliber Knight. Okay, ich habe, glaube ich, tatsächlich verloren. Ich muss ja, die Schule gehört mir. Ja, ich habe verloren. Das ist egal. Schade, Jaden, ich hätte noch mal Überläufe gehabt. Hätte mich. Los, Verwandlungskrug! Greif an! Es ist wunderschön, wenn du zwei Ritualzauberkarten auf der Hand hast, aber du ein Ritual und das nicht beschwören kannst. Tja, Alexis kann halt nicht immer so OP sein. Aber ich gebe dir eine zweite Chance, ausnahmsweise, weil ich so krass bin. Ah ja. Aha. Lass mich nicht erweichen von jemandem wie dir. Was heißt hier jemand wie mich? Ich bin quasi ein Gott. Du stinkst. Nein, tu ich nicht.
Bakura stinkt nicht. Bakura riecht nach... Müffelt ein. Ich bin einer... Ich bin ein uralter Geist. Eines alten Grabräubers. Also bitte, ich stinke nicht. Vielleicht stinken meine Klamotten ein bisschen, aber... Damals gab es noch kein Perwoll. Oh Leute, das ist hier echt Bullshit. Das ist eine total beschissene Hand. Meine ist auch nicht besser, also... Das ist wirklich kacke gerade. Das macht keinen Spaß. Das ist, nein. Das deprimiert mich ein bisschen. Ah, das ist blöd, dass ich die hier habe. Ich will die nicht abwerfen. Machen wir erstmal ein bisschen die Defensive. Ja, das sieht gut aus. Der hier muss ich mir aufheben oder für Notfall setten. Ich kann ja auch durch andere Sachen gewinnen. Kann auch gewinnen durch Karten, denke ich. Cyberengel. Den mag ich ja gerne. Nicht. Wenn der mir jetzt noch was nützen würde, ne? Das wäre ja noch besser. Wieso? Du hast einen Search. Ja, toll. Nicht gut? Nein. Warum? Kann ich dir erklären. Achso, du hast sonst nichts auf der Hand. Ich sehe schon. Oh, sehr viele Feigenkarten. Darum. Mal, du spielst nur eine Feigenkarte. Ja. Ja, bau dir alles zu. ja, das ist gut. Ich opfere meinen Sangan für mein Diabound. Was kannst du? Klar. Dein Monster verliert 1800 ATK. Oh Mensch, da verliert es richtig viel. Ja, richtig viel. Und hat halt vorher viel mehr. Krass. Ich spiele die zweimal, okay. Ich darf mir die Karte meiner Hand hinzufügen. Oh, ich nehme den Menschenfresserkäfer. Warte mal, was? Ach so, oh. Ach so, er verbannt sich dann sofort. Ah. Ja. Ach so. Damit hast du nicht gerechnet. Das ist wahr. Ich will deinen Cyberengel aber töten. Er soll sterben. Aber er ist noch so klein. Deswegen soll er sterben. Von meinem stinkigen Geist wird er angegriffen. Wirklich gemein. Bam. Und er kommt immer wieder zurück. Und dann wieder. Und dann wieder. Und dann wieder. Und dann wieder. Ja, das ist okay. Mein Diabound. Ich finde es schön, dass sie Diabond gedruckt haben. Das war nämlich dieses super krasse Ultra-Mega-Monster von ihm in der letzten Staffel. Was immer und immer krasser wurde, weil es immer und immer mehr Monster aufgesaugt hat. Ja, ich lege gerne etwas auf den Friedhof, aber erst verringere ich noch deinen ATK. Würde das gehen? Ach süß! Dakini mit 900! Süß! Ja. Okay, aber dann hat nur 500. Ja, aber du kriegst Schaden, wenn du ihn zerstörst. Mir egal, ich will ihn weghaben. Verdammt, ich krieg auch Schaden. Piercing Damage und so. Richtig. Ja, die 400. Du kriegst 500 Schaden. Nein! 900. Aber mein kleiner Cyberengel greift ja auch noch an. Insgesamt habe ich trotzdem weniger Schaden bekommen als du. 100. Okay. Machen wir weiter. Also gelohnt. Bitte, dieses Duell ist halt so spannend gerade. Ne? Ich find's tatsächlich spannend. Ich nicht, ich habe hier nur Mist auf der Hand. Hey, du hast Dakini. Ja, Dakini ist ja auch cool. Wenn mein Viech angreift, bekommt er 600 ATK dazu. Ja, dann greife ich mal an, ne? Attack! Das war dauerhaft. Alter. Tat ihm weh, glaube ich. Oh, so ein Cyberengel jetzt genau ins Gesicht zu schlagen, tut schon weh. Das ist halt auch, das macht man einfach nicht. Ich darf das, ich bin böse. Ne, das ist einfach, das ist nicht mal mehr böse, das ist einfach nur unmenschlich. Ich bin ja auch kein Mensch mehr. Du haust ihm, das ist nein. Ich bin kein Mensch, ich bin ein Geist. Wer tut denn sowas? Ich. Ist mir egal, ob du ein Geist bist, entschuldige dich sofort bei meinem kleinen Cyberengel. Hallo, ich bin der Böse, Engel sind meine Feinde. Aber der ist noch ganz klein. Das ist mir egal.
Ja, ich würde mal sagen, Menschenfresserkäfer. Nam 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 nam. Ja, aber du kriegst ganz doll viel Schaden. Ja, das ist okay. Dafür ist dein Engel weg. Und ich habe freie Bahn mit meinem Dia-Bound. Oh, okay. Nein, hast du nicht. Doch, habe ich, weil er 600 ATK bekommt, wenn er angreift. Dadurch hat er dann mehr. Mir egal. Und du kannst nichts mehr vom Friedhof adden. Bestimmt, dass du da dreimal Poli liegen oder so. Oh ne, das hast du nicht. Das wäre cool, wenn du deine Fusion mal rausbekommen würdest. Ih, der kann meine Karte schießen. Ah, ich kann ihn verbannen. Ah, hat er weniger ATK. Ah! Was soll ich tun? Ah, verlierst du eine Handkarte. Ah! Oh, aber da kannst du sie schützen. Oh. Egal, verliert die Karte. Das macht aber halt nichts mehr. Ja, ich weiß, aber ich wollte nicht, dass er zerstört wird, also... Ach klar, du darfst sie wieder enden. Hm. Ja. Ja, gut. Komm wieder zurück bei dir, Bound. Wir können es natürlich jetzt auch einfach anders machen. Ich spiele einfach meinen kopflosen Ritter, da du deine Zauberkarte auf die Hand genommen hast. Ja, kann ich jetzt auch einfach das tun. Ah, ich hätte erst angreifen sollen mit ihm, das war ein Schnelleffekt. Egal. Ja. Egal. Ja, dieses Duell mit Alexis gefällt mir gerade gar nicht. Also mir gefällt es sehr gut. Bakura kommt gut in Fahrt, auch ohne seine Schicksalstafeln. Ja. Wieder zurück. Wow. Dia-Bound ist cool. Ich hab einen mystischen Raumtyphon gezogen. Hey, damit kannst du meine Feinkarte zerstören. Ja. Aber dein Toner nervt mich ein bisschen. Stirb. Nein. Nicht mein Zoomer. Er war doch noch so jung. Entschuldige dich du nicht bei ihm. Nein. Guck doch, wie niedlich er ist. Er ist nicht niedlich. Er ist sehr niedlich. Was ist denn daran niedlich? Naja, er hat so süße kleine Flügel, kleine Klauen. Super niedlich. Ich will das nicht. Ja, ich will das. Hättest du auch mal meinen kopflosen Ritter zerstören können, so war ja klar, dass ich ihn jetzt verbanne. Ja, aber es ist auch klar, dass ich verliere. Ich kann da nichts mehr machen. Naja doch, du kannst ja doch Karten ziehen. Ich will keine Buchstaben ziehen. Buchstaben bitte ist ein anderes Format. Greif an, Dia-Bound. Bam. Ja, ich würde sagen, eure Schule wird nicht mehr so sein, wie sie mal war. Nein, Jaden kommt mich noch retten. Nein, kommt er nicht. Jaden! Verdammt, da komme ich nicht rüber. Siehst du, das war Jaden. Jadens Macht. Jadens, das Wort an sich rettet dich schon. Richtig, ich muss nur Jaden schreien und er kommt sofort. Ja, aber ist das sag, eben. Was willst du jetzt machen? Welche Karte? Auf Jaden warten, Mensch! Oh, Tech-Duelle kommen irgendwann später. Das ist kacke. Dann können Jaden und Alexis gegen Yugi und Thea oder so. Das wird witzig. Ja. Ich würde mal sagen, gib mir mal deinen. Oh, ja, solange ich nicht mit Hasselberry spielen muss. Der stinkt nämlich. Oh! Der stinkt. Hat er nicht mehr. Was? Ich kann seinen Effekt nicht aktivieren, warum nicht? Ach, Face-Up Attack Position. Egal. Bup, bup, bup. Guck mal, ich mach's schon wieder. Hey. Ja, okay, meine dunklen Zombie-Meister-Geister sind einfach zu krass. Nee, das ist nicht schön. Los, Cybertoner, greif sie an! Dein eigenes Monster! Das ist okay. Ich hab dich auch schon mal mit deiner eigenen Wattgiraffe besiegt. Ja, mit der Wattgiraffe ist das auch, ich verliere gern gegen die Wattgiraffe. Okay, ich verliere auch gern gegen meinen Turner, das ist okay. Verlierst du auch gerne gegen den Gross Ghost of Flat Dreams? Nein, den mag ich nicht. Dann hast du jetzt ein Problem, du hast nämlich gerade gegen ihn verloren. Damit gehört mir deine Schule! Nein, Jaden kommt und rettet mich noch. Ich habe ihn aufgefressen! Das glaube ich nicht. Doch, hier ist sein Kopf. Nein, Jaden ist in mir. Also, so. Okay, dann will ich seinen Kopf nicht. Ja, nimm ihn. ja gut, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei den Anime-Duellen und schreibt gerne in die Kommentare, wer sich duellieren soll.